Hallo und herzlich willkommen. Ich bin nicht der Johannes Siegmund, der ist da, also gleich wird es mit seiner Keynote losgehen. Aber bevor darf ich Irina Nalis, Teil des Diskursteams, Teil des Kernteams vom Elevate Festival, nochmal ganz herzlich hier zum Auftakt des Diskursprogramms der 20. Ausgabe begrüßen. Ich freue mich wahnsinnig, dass jetzt schon so viele, glaube ich, sehr schnelle, schlaue, charmante, schöne Gedankenträgerinnen hier sind, und ich denke mir, ein bisschen darf ich noch auch was dazu sagen, bevor es dann mit Johannes Siegmund losgeht. 2x, 20. Ausgabe, soweit vielleicht so klar, und dann die eine Assoziation ist vielleicht Walt Disney, die andere was ganz Fragiles, Seifenblasen, Western Promises. Western Promises ist das Generalthema des diesjährigen Diskursprogramms. Und dazu zwei Gedanken und der Ausblick auf unsere 3 Tage. Die 2 Gedanken sind die: Einerseits ist in diesem Western, es beginnt schon mal damit, diese komischen Filme, aber vielleicht auch diese Versprechen, vielleicht auch diese Verbrechen. Dort, wo der Westen durchaus auch ein umstrittenes, ein schwieriges, aber vielleicht auch bewahrenswertes Konzept ist, dort stellen wir Fragen. Dort wollen wir auch sagen, da gibt es Eindeutiges, da gibt es Mehrdeutiges. Wir wollen aber etwas nicht in Frage stellen. Wir wollen bei einer Sache ganz eindeutig sein, und das soll uns quasi den Rahmen bieten, auch so wie eine Art roter Faden durch die 3 Tage. Und zwar, dass es bei uns auch dieses Festival ganz besonders darum gehen soll, die Demokratie als etwas zu verstehen, was etwas Aktives ist, etwas Partizipatives ist, wo wir auch kritisch hinterfragen können, wo sind Defizite, wo sind Dinge noch zu verbessern, wo fehlt es an dem, wie wir unsere Freiheiten leben können. Tatsächlich wollen wir aber das Konzept selber ausnahmsweise mal nicht in Frage stellen, aber alles andere schon. Und das ist eben das, wo ich sagen möchte, unsere 3 Tage hier sind hoffentlich ein Resonanzraum, ein Denkmöglichkeitsraum zwischen ein Reiz da draußen, irgendwas, was uns vielleicht auch Angst macht, wütend macht, besorgt, unklar zurücklässt, und dem, wie wir darauf reagieren. Dass wir diesen Raum etwas größer machen und da drinnen auch was finden, wo wir tatsächlich auch ein bisschen leichter den Weg dann durch diesen auch ja manchmal eher schwierigen Parcours unseres Alltags gehen können. Und wir glauben, dass genau dieser Resonanzraum, dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion einer ist, der am besten damit zu füllen ist, wenn man auch manchmal wirklich zuhört, wirklich Leuten die Chance gibt, auch sich davon mittragen zu lassen, begeistern zu lassen, Mut machen, auch Handlungsorientierung, nicht eine Bedienungsanleitung, aber zumindest eine Orientierung zu bekommen, wie wir das eben beispielsweise durch Denkerinnen machen können, wie jetzt der folgende Johannes Siegmund, wie es aber dann auch im darauffolgenden Podiumsgespräch, moderiert von der Klimaaktivismus und Journalistin Katharina Kropshofer, wo wir dann auch wirklich nochmal reingehen wollen, die Vorstellung, also wirklich Hoffnungs- und Handlungsfähigkeit in der Klimakrise zu aktivieren, indem wir auch mit Menschen sprechen, die da sehr viele schlimme Nachrichten kennen, aber auch durchaus Perspektiven entwickelt haben, wie man damit umgehen kann mit der Klimakrise. Das ist das dann direkt hier auch thematisch anschließende Podiumsgespräch um 14.30 Uhr. Und was heute dann auch am Programm steht, wenn wir dann schon bei den Vorstellungskräften sind, ist eben der Zusammenhang, der ja auch den Rahmen zum gesamten Festival mit untertags dem Denken und den Denklandschaften und in der Nacht den Soundscapes, dem Tanzen, den Bewegungen bringen soll. Dort, wo die Kunst unser Verbindungsglied ist, dort, wo die Kunst auch zeigt, was für eine andere Welt möglich ist, unter anderem mit Milo Rau oder eben auch Ceci Leonard. Die anderen Tage darf ich auch noch ganz kurz abreißen, aber natürlich, es ist online zu finden. Ihr habt das Programm draußen aufliegen. Es gibt das wunderbare Elevate-Magazin, unbedingt auch hier frei zur Entnahme mitzunehmen, wo das alles drinnen steht. Aber ich erlaube mir noch kurz den Einblick auch, wo sehen wir diese Western Promises in Frage gestellt und wo wollen wir die Demokratie stärken? Beispielsweise, wenn es um Fragen von künstlicher Intelligenz, Technologieanwendungen und diese Zusammenhänge geht, was macht das auch beispielsweise
mit unserer mentalen Gesundheit, diese Form von Mediennutzung? Was macht es aber auch tatsächlich in Bezug auf Massenradikalisierung? Da haben wir unter anderem morgen Vormittag einen Workshop mit Hannes Vincent Krause vom Weizenbaum-Institut in Berlin da, der zu Medien und mentaler Gesundheit einen Workshop anbietet. Und danach kommt die renommierte Extremismusforscherin Julia Ebner im Zuge eines Podiumsgespräch, wo wir KI und Ökonomie beleuchten werden, und gefolgt ist das Ganze vom Netzpolitischen Abend. Das mal nur so als ein bisschen ein Ausblick. Und am Samstag gehen wir dann, wenn es darum geht, diese Western Promises auch nochmal wirklich als globales Projekt zu verstehen, also Demokratie nicht als westliches Exportgut, sondern tatsächlich als globales Projekt. Dort aber auch hinzuschauen, wo sind Defizite, also wie eine Art Inventur, wo wir Shalini Randeria gewinnen konnten. Sie ist die Rektorin der Central European University in Wien. Sie startet am Samstag, nachdem am Vormittag ein Workshop von Mimi Kammer zum Fact-Checking angeboten wird. Und im weiteren Verlauf des Nachmittags schauen wir dort auch hin, wo die Demokratie im Belagerungszustand ist, von innen und außen, in dem Fall insbesondere der global immer stärker werdenden Rechten, aber vor allem rechtsextremen, rechtsradikalen Positionen. Das ist dann die letzte Diskussion am Samstag. Und jeweils jeden Tag gibt es hier am Abend auch Filme, Filme, die sich dokumentarisch, aber auch künstlerisch mit unseren jeweiligen Themen auseinandersetzen und auch tatsächlich das Angebot mit, gegenüber der Regisseurinnen mit Fragen und Antworten. Heute Abend beispielsweise We're All Gonna Die von Ben Knight. Das mal zum Programm. Und was ich sonst noch faktisch, praktisch kurz sagen will, es sind schon einige Menschen mit Headphones da. Es gibt Deutsch auf Englisch, Englisch auf Deutsch. There is gonna be translation simultan. Sitzen hier irgendwo. Der jetzige Keynote ist auf Deutsch. Das folgende Panel findet auf Englisch statt. Wir danken sehr unseren Medienpartnern. Es wird erstens live gestreamt auf unserem Kanal, aber Radio Helsinki ist dabei, Radio Salzburg ist dabei. Und habe ich sonst irgendwas Wichtiges vergessen zu sagen? Ich hoffe nicht. Und ich möchte vor allem jetzt dringend und endlich Johannes Siegmund auf die Bühne bitten. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Du wirst über Klimasolidarität dein aktuelles Buch reden. Johannes ist Philosoph. Du hast in Wien, du hast eigentlich nicht in Wien promoviert, aber du forschst in Wien an der Akademie der Wissenschaften. Ja, beides, ja. Genau. Und außerdem lehrst du auch politische Theorie, bist unter anderem bei auch so renommierten Kolleginnen. Wir hatten ihn hier schon mal als Gast, Ulrich Brandt auch im Team. Und tatsächlich hast du in deinem Buch jetzt, und du wirst uns natürlich dazu viel erzählen, Fragen aufgeworfen, wie das, was wir rund um die einengende, beängstigende Situation in Bezug auf unsere klimatischen Bedingungen, als doch auch Wege, wie wir nicht im Abschotten, nicht im Rassismus, nicht in Mauern bauen, sondern tatsächlich hin auch das Herz zu öffnen, auch diesen Schmerz auszuhalten. Ich kann mich gut erinnern, als wir deinen Beitrag im Ö1 gehört haben, war es auch sehr berührend für uns. Also du gehst auch dorthin, wo es weh tut und wo es aber auch wichtig ist, dieses quasi Aushalten dessen, dass da was ist, was sich nicht gut anfühlt, und nicht gleich in irgendeine Übersprungshandlung zu gehen, sondern eine Kraft aufzubauen, solidarisch gemeinsam zu werden. Und ich glaube, du wirst uns davon jetzt viel erzählen. Danach gibt es auf jeden Fall noch die Gelegenheit für Rückfragen. Aber without further ado, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Danke für deinen Beitrag. Dankeschön, Irina. Ja, danke für die liebe Einführung und danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Und los geht's. Vor 20 Jahren, knapp 20 Jahren, verwüstete der Sturm Katrina New Orleans. Große Teile der Stadt wurden überflutet, die Dämme brachen und insgesamt starben mehr als 1800 Menschen. Und die große Essayistin Rebecca Solnit, die hat in diesem Kollapsgebiet geforscht und hat dort mit Leuten gesprochen. Und sie hat zwei grundsätzlich gegensätzliche Reaktionen ausgemacht, was dort passiert ist. Und das eine beschreibt sie als eine Form von Panikreaktion der Behörden. Und auf der anderen Seite sieht sie, was entstehen dort, was sie Desaster-Kommunismus nennt. Und ich möchte erst kurz eingehen auf die Panik.
Also Politik, Medien und Polizei geraten in Panik. Ne? Die Stadt ist überflutet, Katastrophengebiet, niemand weiß genau, was dort passiert. Die Medien spekulieren, dass es zu Mord und Totschlag kommt. Sie berichten von Leichen, die rumliegen würden, ermordeten Menschen, die rumliegen würden in den Flüchtlingssammelstellen, beispielsweise in dem großen Stadion dort, wo die Leute gesammelt werden. Und sie geben ein Bild vom Ausnahmezustand, wie sich Thomas Hobbes nicht schlimmer hätte ausmalen können. Die Menschen, dem Menschenwolf, die Überlebenden würden raubend und mordend dort durch die Stadt marodieren. Es fänden Plünderungen statt und die ganze Ordnung würde zusammenbrechen. Die Politik reagiert, sieht einen Angriff auf Staat und Kapital und beschließt, massiv Polizei in dieses Katastrophengebiet zu entsenden. Nicht nur Polizei, sondern zusätzlich Militärs. Und diese Soldatinnen, die da hingeschickt werden, die kommen gerade aus ihrem Einsatz aus dem Irak dorthin und werden dann in die Stadt geschickt. Gleichzeitig bewaffnen sich oder sind bewaffnet weiße Oberschichten in den Vierteln, die nicht überflutet worden waren. Und dort formieren sich jetzt in alter rassistischer Tradition weiße Bürgerwehren. Und die Leute fangen an, ihre Wohnviertel, wie sie das aus ihrer Perspektive sehen, zu verteidigen und scharf zu schießen. Als jetzt diese Milizen und Militärs und Polizei, als die ins überflutete Gebiet, ins Katastrophengebiet kommen, hören sie überall Schüsse. Sie sehen schwarze Menschen, die allein oder in Gruppen durch die Stadt laufen, die in Häuser reingehen, die Fenster einwerfen, in Häuser scheinbar einbrechen, die Läden leerräumen, dort, wo die Supermärkte leerräumen. Und was sie vor allem hören, sind die Schüsse. Und sie schließen darauf hin, dass dort die Ordnung zusammengebrochen wäre. Und was fangen sie an? Gewaltvoll fangen sie an zu regieren. Und sie erschießen in diesen Tagen nach dem Desaster, erschießen sie mehrere Dutzend schwarze Menschen in den überfluteten Gebieten. Kein einziger dieser Morde wird gerichtlich aufgearbeitet werden. Die Lage wurde aber völlig falsch interpretiert. Es kam zu keinem einzigen Mord in den Sammelstellen für Geflüchtete und auch sonst blieben die Leute, die Betroffenen im Katastrophengebiet vor allem friedlich. Alle Meldungen über Mord und Totschlag stellten sich später als Fehlmeldungen heraus. Die Plünderungen, die vermeintlich stattfanden, waren überhaupt gar keine Verbrechen, sondern die Leute versuchten einfach, sich mit dem Notwendigsten zu versorgen, was sie brauchten. Medikamente, Essen und Wasser. Ja, also ihre Grundbedürfnisse zu decken. Und die Schwarzen, die unterwegs waren, die Leute, die unterwegs waren, waren entweder selber auf der Flucht oder sie waren unterwegs, um Hilfe zu holen für Menschen, die sie dringend brauchten. Oder sie retteten ganz aktiv Menschen, versuchten beispielsweise Altenheime oder Krankenhäuser zu evakuieren. Die Schüsse, die überall im Katastrophengebiet zu hören waren, tagelang, waren von den Leuten, die auf den Dächern festsaßen, nicht mehr runterkommen, weil unten das Wasser steht und die Alligatoren schwimmen und die in die Luft schießen, weil sie hoffen, dass dann Hilfe kommt, um sie zu retten. Was war also tatsächlich passiert? Was ist tatsächlich im Katastrophengebiet vorgefallen? Die Betroffenen und ihre Unterstützerinnen haben überhaupt nicht mit Mord und Totschlag reagiert auf den Zusammenbruch der Ordnung, sondern ganz im Gegenteil, sie haben sich zusammengeschlossen und haben sich gegenseitig geholfen. Ja, die stärksten menschlichen Eigenschaften sind zum Tragen gekommen, Kooperation, gegenseitige Hilfe, Zusammenarbeit. Und zwar, wie haben sie das gemacht? Natürlich zunächst lebensnotwendige Güter, die Notwendigkeiten, die Grundbedürfnisse der Menschen abdecken. Also lebensnotwendige Güter wieder aufrichten, wiederherstellen, die für Essen sorgen, für Fluchtmöglichkeiten sorgen, Bewegungsmöglichkeiten. Gleichzeitig strömen von überall her Aktivistinnen in die Stadt. Also mit den Booten fahren Leute rein, die welche haben und retten wie mit 1000 kleinen Archen, retten sie die Leute aus den Wohnungen und Heimen, die noch dort festsitzen. Und von überall her kommen Aktivistinnen, zum Beispiel ein Beispiel, was Rebecca Solnit erzählt, sind zwei Black Panther, alte Black Panthers, die in die Stadt kommen und dann dort eine Free Clinic aufbauen, also freie Gesundheitsvorsorge
für alle ermöglichen und einen Supermarkt daneben, in dem man aber einfach nicht einkauft, sondern sich einfach nimmt, was man braucht. Ne? Also die, wenn Staat und Kapital versagen, könnte man sagen, in diesen Momenten des Kollaps, dann bricht nicht das Chaos aus, sondern was passiert, die Menschen tun sich zusammen in so einer Art Desaster-Kommunismus. Und der zeichnet sich eben dadurch aus, dass er organisiert ist anhand von Bedürfnissen und nicht anhand von Gewinn, dass er auf Solidarität setzt und nicht auf Macht und Institutionen und dass er die direkte Aktion, die Partizipation und die gegenseitige Hilfe darauf aufbauend versucht, Ordnung herzustellen oder neue Formen von Ordnung herzustellen. Warum jetzt erzähle ich die Geschichte heute, 20 Jahre später? Ich denke, dass die Situation damals in New Orleans auf eine Art paradigmatisch einstehen kann für die Klimakrise als Ganzes. Ich glaube, wir befinden uns jetzt gerade an einem Punkt, wo die Krise anfängt, in den Kollaps zu kippen. Also wo wir es mit den ersten Kollapserscheinungen, das heißt mit einem schleichenden Zusammenbruch von grundlegenden, basalen Infrastrukturen zu tun haben. Na, Sie kennen das zum Beispiel, Medikamente sind plötzlich nicht mehr lieferbar. Und plötzlich gibt es keine Antibiotika mehr, etc. Und ich glaube, genau die Nahrungsmittel werden an einem anderen Ort der Welt knapp und so. Und diese Kollapsphänomene, die werden vermutlich zunehmen. Und wenn ich jetzt Klimakrise sage, dann meine ich auch nicht jetzt nur, dass sich das Klima erhitzt, sondern ich meine damit auch eine Form von insgesamter Polykrise, eine Form von, wie ich denke, Systemkrise, in der wir uns befinden. Und ich glaube, wir haben die Wahl im Endeffekt, wie wir damit umgehen, ähnlich wie die Leute in New Orleans die Wahl hatten. Wir haben die Wahl, ob wir mit Rassismus, ob wir mit Gewalt reagieren, ob wir uns von unseren Ängsten und unseren schlimmsten Bildern leiten lassen, die wir im Kopf haben, oder ob wir eben darauf setzen, auf das, was Menschsein in seinen besten Formen ausmacht, nämlich eben die Möglichkeit, solidarisch zu sein, gemeinsam zusammenzustehen und sich gegenseitig zu helfen. Der Vortrag wird jetzt zwei Teile haben. Im ersten Teil möchte ich noch mal stärker auf das eingehen, was ich Klimarassismus nenne. Und im zweiten Teil möchte ich auf die Solidarität in der Klimakrise näher eingehen. Also zum Rassismus in der Klimakrise. Ich denke, dass die Gewalt in der Klimakrise wird natürlich über viele verschiedene Arten vermittelt, über viele verschiedene Machtverhältnisse und Gewaltverhältnisse vermittelt, aber ich glaube, dass der Rassismus eine entscheidende Rolle darin einnimmt. Und darum erster Teil Klimarassismus. Rassismus gibt es in zwei großen Formationen, könnte man sagen. Es gibt ihn offen und direkt und es gibt ihn strukturell und indirekt. Der offene und direkte Rassismus, der auch als weiße Vorherrschaft beispielsweise bezeichnet wird, auf den möchte ich zunächst zu sprechen kommen. Das werden eben ein Beispiel dafür, wer die Polizei und die Bürger wären, die im Katastrophengebiet von New Orleans Leute erschießen. Was passiert da? Da passiert so eine Täter-Opfer-Umkehr. Also die Betroffenen in der Krise werden zu den Schuldigen erklärt und das Mittel, was dann angewendet wird, ist Gewalt gegenüber diesen Betroffenen in der Krise. Ähnliche Logiken findet man jetzt auch auf die Klimakrise als Gesamtes gerechnet. Wenn wir das hochskalieren, dann könnte man Klimarassismus auf einen Slogan bringen, der heißt Grenzen statt Klima schützen. Also in Europa wird eine Form von Angst erzeugt, eine Form von Angst vor Schwarzen, vor muslimischen Massen, die Europa überrennen würden. Das hat eine ganz lange koloniale Tradition, diese Angst vor den schwarzen Massen zu schüren. Und wenn man sich dann diese Ängste näher anschaut, dann merkt man, dass in diesen Ängsten vor Überfremdung und vor Grenzstürmung, dass darin all die Ängste liegen, die sich einstellen, wenn wir an die Klimakrise denken. Kontrollverlust, Versagen staatlicher Institutionen und die Verwüstung der Lebensgrundlagen, ne? Dass das sich darin wie spiegelt. Die rassistische Reaktion ist eben eine starke Militarisierung, eine Normalisierung von dem Kriegszustand an den Grenzen, eine Normalisierung von Töten und Sterben lassen. Das kennen wir alle aus den letzten Jahren. 10.000 Leute sind an Europas Grenzen in den letzten 20, 30 Jahren gestorben.
eine Untergrabung des Rechts und damit einhergehenden rassistischer Ausschluss von Minderheiten und eine Form von Angriff auf den Staat, die damit oder auf den liberalen demokratischen Staat und am extremsten wird es deutlich in den Manifesten rechtsextremen Attentäter beispielsweise von Christchurch oder Oslo, die von sowas wie Ökofaschismus ausgegangen sind, also die diese Anschläge verstanden haben als eine Möglichkeit ökofaschistische Gewalt zu entfesseln und eine neue Form von faschistischen Regimen wollten sie dann danach ein oder dachten sie, dass danach eingerichtet würden. Und wie sähe so ein Ökofaschismus aus? Das gibt es vielleicht jetzt nur so in Grundzügen, diese Idee ist nicht ausgearbeitet endgültig, aber vielleicht tut sie sich am Horizont auf. Also der Ökofaschismus wäre eine Ideologie, die es ermöglichen würde, uns ermöglichen würde, einfach so weiterzuleben wie bisher, auch wenn Milliarden von Menschen, und so sind ja die Prognosen, innerhalb der nächsten Jahrzehnte im globalen Süden vor allem sterben könnten an den Folgen der Klimakrise und dann einfach mit den Schultern zu zucken, die Mauern hochzuziehen. Also so eine Form von Ideologie, die diese Kälte und Härte ermöglichen würde, könnte man ökofaschistisch nennen, das heißt den kapitalistischen Raubbau weiter mit Gewalt, mit immer mehr intensiverer Gewalt voranzutreiben, milliardenfaches Sterben mit Verweisen dann auf vermeintliche Überbevölkerung oder rassistische Minderwertigkeit zu rechtfertigen. Und dieses Szenario scheint jetzt vielleicht noch weit weg, aber je stärker die Krise wird und je härter die Kollapserscheinungen werden in größeren Teilen der Welt, desto realistischer wird es natürlich, dass so eine Ideologie sich durchsetzt oder Erfolg hat, schlicht einfach und nur, um die Normalität, den Status quo hier zu verteidigen. Jetzt gibt es noch eine zweite Form von Rassismus, die ein bisschen anders funktioniert und aber mindestens ebenso gefährlich ist. Und diese Form von Rassismus, die wird häufig über Privilegien diskutiert, über den Begriff der Privilegien, und es ist eine strukturelle Form von Rassismus. Wenn wir das nochmal anhand des Beispiels von New Orleans angehen, warum waren die Deiche dort in so einem schlechten Zustand? Warum waren die Infrastrukturen so schwach? Wie kann es sein, dass die Leute nicht evakuiert werden konnten vor dem Sturm? Man muss sich mal vor Augen führen, in Kuba ist es möglich, mehr als 1 Million Leute innerhalb von wenigen Tagen aus den Gefahrenzonen zu bringen. Aber in den USA ist sowas nicht möglich. Alle Leute, die keine Autos hatten, kamen nicht mehr weg aus der Stadt. Zugverbindungen und sowas gab es nicht oder viel zu wenig. Warum traf der Sturm genau die schwarzen Unterschichten am härtesten? Und warum waren die alle so schlecht versichert, dass sie dadurch komplett alles verloren haben? Und der Grund dafür, der liegt jetzt eben in strukturellem Rassismus, also in institutionell gefestigten, über lange Zeit entstandenen großen Strukturen, die dafür sorgen, dass rassistische Gewalt weiter ausgeübt wird und dass Machtverhältnisse rassistisch strukturiert sind. Wenn wir es wieder hochskalieren auf die Klimakrise als Ganzes, dann sind wir jetzt eben bei den großen Debatten zur Klimagerechtigkeit. Also die Klimakrise wird verursacht von einigen wenigen weißen Menschen im globalen Norden. Sie trifft aber vor allem People of Color und schwarze Menschen, Menschen aus Indigenous Communities im globalen Süden. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es ja wirklich erschreckend. Eine Zahl vielleicht kurz. Auf dem kompletten afrikanischen Kontinent wurden in den letzten 200 Jahren 4% der CO2-Emissionen ausgestoßen. Und gleichzeitig werden große Teile der Sahelzone und der Länder an der Ostküste werden aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten Jahrzehnten unbewohnbar werden. Dort trifft mit aller Härte die Klimakrise auch jetzt ja schon mit Stürmen in Mosambik zum Beispiel zu. Jetzt sind diese Nord-Süd-Diagnosen immer sehr schematisch, ne? Also ein bisschen genauer kann man es haben, wenn man von sowas spricht wie der imperialen Lebensweise und es versucht darüber zu analysieren, diese Klimaungerechtigkeit. Das ist ein Begriff von Uli Brandt, der vorhin schon erwähnt wurde, und Markus Wissen, die den geprägt haben. Und die imperiale Lebensweise erlaubt eine bisschen feinteiligere Analyse von strukturellem Rassismus. Was ist die Idee da dahinter? Die Idee ist zu sagen,
das Mittelschichtsleben, was wir als normal empfinden und was der größte Teil der Gesellschaften des globalen Nordens führt, was aber auch in großen Teilen des globalen Südens mittlerweile in einer gewissen Elite oder auch breiten Massen wie in China möglich gemacht wurde, dieses Mittelschichtsleben ist ein Leben über die Verhältnisse hinaus. Also das heißt, es greift zu auf Ressourcen und es greift zu auf Arbeitskraft und es greift zu auf Senken für Abfälle, in einem unverhältnismäßigen Maßstab. Und gleichzeitig ist es das Ideal, auf das kapitalistische Entwicklung zuläuft und über die sie ihren Vormachtsanspruch also ideologisch behaupten kann. Ne? Also zu behaupten, man macht das Leben für alle besser, alle kriegen Komfort, alle kriegen ein Auto, alle kriegen eine Flugreise und alle können Fleisch essen, alle können irgendwie so in Freiheit und Wohlstand leben. Und diese Form von imperialem Leben, und das darauf eben spielt dieser Begriff des Imperialen hier an, der muss zugreifen auf ökonomische imperiale Strukturen, also auf eine Wirtschaftsordnung, die wir übernommen haben aus der alten kolonialen und dann später imperialen Ordnung der Welt und die auch nicht verschwunden ist, nachdem die Welt sich dann in nationalen Staaten dekolonialisiert hat oder als die großen Reiche zerfallen sind, sondern diese ökonomischen Strukturen sind da geblieben und bis heute greifen wir darauf zu. Ich meine, das ist für uns alle natürlich auch nichts Neues, wenn wir in den Supermarkt gehen und Produkte kaufen, wissen wir, dass die von überall her kommen und wir können die Lieferketten nicht einsehen, in denen sie entstanden sind. Und wir wissen natürlich auch, dass wir zu viel CO2 ausstoßen selber. Ne? Trotzdem kein moralischer Diskurs hier, ne? Ein strukturelles Problem. Also ein grundsätzliches Problem in der Art, wie wir unsere Institutionen einrichten und die Welt verstehen. Okay, also so viel vielleicht zu Klimarassismus als einmal strukturellen Problem und dann auch einem offen, gewaltvollen, rechtsextremen Problem, vor dem wir stehen, oder eine Möglichkeit, ne? Eine Möglichkeit, die Welt zu organisieren. Und zwar eine Möglichkeit, die nicht irgendwie fern liegt, sondern einer, die in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also nur ein Beispiel vielleicht, Olaf Scholz, der deutsche Kanzler, der war angetreten und gewählt worden als Klimakanzler. Und letzten Herbst hat er dann sich auf dem Spiegelcover abbilden lassen als Abschiebekanzler. Und ich finde, da kann man ganz gut die Entwicklung des politischen Diskurses der letzten Jahre, kann man die ganz gut nachzeichnen. Wir sind von dieser hoffnungsfrohen Zeit der sozialen Bewegung und des Widerstands, der so vor der Corona-Pandemie stark war, sind wir innerhalb weniger Jahre in eine ganz starke Gegenreaktion gekippt, ne? Und momentan in einer starken Verteidigungshaltung, ne? Zum Beispiel was die Demokratie angeht. Das wurde ja auch gestern auf der Eröffnung des Festivals thematisiert. Okay, aber wir sind nicht hilflos. Und es gibt eben auch andere Möglichkeiten zu reagieren, in der Krise zu reagieren und im Kollaps zu reagieren. Und um darauf einzusteigen oder gleich was noch zu Klimasolidarität zu sagen, da möchte ich einsteigen mit einer Frage an Sie. Nämlich, wir alle sind ja Krisen erfahren über die letzten 15 Jahre. Wie haben Sie auf die Krisen reagiert, die Sie getroffen haben? Also die Sie betroffen haben in den letzten Jahren? Denken Sie mal zurück, Corona, die Flüchtlings- oder die Flüchtendenbewegung der Flüchtenden 2015. Dann hatten wir Sorgekrise, ne? Also eine andauernde Krise, die vor allem auch durch Corona dann nochmal intensiviert wurde. Denken Sie mal zurück an Ihre ersten Impulse, und aber auch vielleicht nochmal zurück an das gesellschaftliche Klima, so zu Beginn solcher akuten Kollaps-Erscheinungen, ne? Wie in den Lockdowns zum Beispiel, wo plötzlich Infrastrukturen versagen, Krankenhäuser zu versagen drohen. Oder 2015, als der Staat komplett überfordert ist, die ganzen Leute unterzubringen, die kommen. Also alle reagieren natürlich anders, aber ich glaube, wenn wir zurückdenken an diese zwei Krisen beispielsweise, die uns hier konkret getroffen haben, dann lässt sich festhalten, dass die erste Reaktion auch eine gewaltige Welle der Solidarität war. Also Sie erinnern sich vielleicht noch 2015 an diese ersten Monate im Sommer und dann im Herbst,
dass ja so viele Menschen geholfen haben. Es wurden so viele NGOs gegründet und so viele sind die Leute zusammengerückt und haben auf gegenseitige Hilfe gesetzt. Und Ähnliches übrigens passiert ja zu Beginn der Corona-Pandemie. Man kann sich dann nicht mehr so richtig dran erinnern jetzt, weil das alles auch so überschrieben wurde später mit anderen Interpretationen. Aber am Anfang der Krise, ich erinnere das immer noch als einen Moment, wo ich angefangen habe, mit NachbarInnen zu sprechen, wo ich Leute angerufen habe, wo überall hingen plötzlich Zettel, wir kochen fürs Viertel, wer braucht was, wo man anfing gemeinsam zu organisieren, wie man Sorgearbeit hinbekommt, wo man aufeinander geschaut hat. Und ich glaube, da haben wir es eben auch zu tun gehabt mit sowas wie Desaster-Kommunismus, ne, wie Rebecca Solnit das beschrieben hat. Was ist Desaster-Kommunismus? Was ist diese Form von Solidarität? Wenn eben die Infrastrukturen des Überlebens zusammenbrechen, dann bilden sich automatisch Gemeinschaften der Sorgenden und die Leute fangen an, gemeinsam diese Infrastrukturen so notdürftig, wie es möglich ist, halt wieder aufzubauen. Sie rücken zusammen, bauen Netzwerke auf, unterstützen sich, geben aufeinander Acht, reden miteinander, helfen sich, bauen Beziehungen auf und sind erstaunlich mutig und fürsorglich. Und in diesen Momenten könnte man fast vergessen, dass wir seit 40 Jahren in einem neoliberalen, ideologisch geprägten Staat leben oder in einer Welt leben, in der uns seit 40 Jahren erklärt wird, dass es nur das Individuum, vielleicht noch die Familie, aber dann eigentlich nur noch den Markt gäbe als ordnende Instanzen. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja apolitischer Humanitarismus, ne? Die Leute helfen schon, aber das ist dann so auch durch Mitleid irgendwie getrieben oder irgendwie nur moralisch. Aber ich denke nicht, ich glaube auch 2015 die Bewegung, ich glaube, da steckt schon viel echte Solidarität drin. Und ich glaube, das zeigt sich am besten darin, dass in diesem Helfen, dass die Leute nicht bei diesem Helfen stehen bleiben. Man hilft, man packt mit an und dabei stellt sich automatisch die Frage, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Also wie konnte diese Krise denn passieren? Wie kann es denn sein, dass in einem der reichsten Länder der Welt, wie den USA, so ein Sturm eine komplette Stadt von den Beinen heben kann und für Wochen dort einen Chaos anrichten kann? Wie ist das denn möglich? Und in dem Moment, wo diese Frage mal gestellt wurde oder wo diese Frage gestellt wird, verbinden sich eben diese Bewegung des direkten Helfens und diese solidarischen Netzwerke mit den politischen Bewegungen automatisch. Weil die politischen Bewegungen und in diesem Fall der Klimakrise vor allem die ökologischen Bewegungen, aber auch die antirassistischen und queerfeministischen Bewegungen, weil die natürlich genau diese Fragen stellen und diese Fragen beantworten. Wie kann es denn überhaupt dazu kommen? Was sind denn die Ursachen dieser Krise? Was liegt denn eigentlich dem zugrunde? Und ich würde sagen, Klimasolidarität ist eben aus beiden Reaktionen gemacht. Also als unmittelbare Reaktion auf die Krise kann man sie verstehen. Und dann muss man sie aber auch verstehen als eine Form von politischer Bewegung, die wir erlebt haben ganz stark, ne, seit 2012 in dieser letzten Welle von großen ökologischen Bewegungen, was 2012 anfing oder so ungefähr in der Zeit mit den großen Besetzungen Braunkohletagebauten in Deutschland und dann erstmal die mediale Schwelle durchbrochen hat und was dann mit Fridays for Future und so plötzlich zu riesigen Massenbewegungen wurde und dann abflachte. Ich glaube, diese Bewegungen, die haben genau das geschafft, nämlich uns alle zu sensibilisieren für die Problematiken der Klimakrise. Ne? Also ich glaube, es gibt ein breites Bewusstsein dafür, dass auf einer fundamentalen Ebene Veränderungen anstehen. Ich glaube, das ist gelungen. Aber jetzt nochmal zurück zur Solidarität. Ich habe jetzt die ganze Zeit von Solidarität gesprochen und natürlich stellt sich die Frage, was ist es überhaupt? Also was ist eigentlich Solidarität? Und mein Versuch, das zu beantworten, ist, das als was zu fassen, was aus scheinbar gegensätzlichen Teilen besteht und ich bezeichne Solidarität als zärtliche Streitbarkeit. Und ich möchte drei Elemente rausheben, um diese zärtliche Streitbarkeit zu charakterisieren. Also da ist zum einen die Zärtlichkeit, die Streitbarkeit und dann möchte ich nochmal auf Antirassismus eingehen.
Beginnen wir mit der Zärtlichkeit. Also die großen feministischen, queerfeministischen Bewegungen der letzten Jahre haben diesen Begriff der Zärtlichkeit in die politischen Debatten gespült. Und warum? Weil sie sagen, Zärtlichkeit ist eine entscheidende Haltung im Umgang mit Betroffenen von Krisen. Ne? Die sind verletzlich und wo Leute verletzlich sind, brauchen wir was? Wir brauchen eine tastende, eine vorsichtige und eine sehr behutsame Haltung, um mit diesen Leuten umzugehen. Und das heißt, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen unsere Urteile vielleicht erstmal aufschieben, wir müssen erstmal Nähe herstellen, erstmal Beziehungen aufbauen, erstmal uns einlassen auf die Betroffenen. Zärtlich sein bedeutet in dem Sinn eben ganz konkret, es bedeutet diese Körperpanzer, die wir uns aufbauen, ne, vor allem was Strukturen der Männlichkeit betrifft, abzulegen und eine Offenheit herzustellen. Genauso bedeutet es aber auch zum Beispiel die Grenzen nicht zu hochzurüsten. Ja, also es kann auch eine Form von zärtlicher Außenpolitik, könnte es auch geben, ne? Wenn man den queerfeministischen Bewegungen folgt. In dem Sinn würde Sicherheit eben nicht bedeuten Militärgrenzen, sondern Sicherheit würde bedeuten, vertrauensvolle und verantwortungsvolle Beziehungen aufzubauen. Und das würde dann bedeuten, auch soziale Sicherungssysteme zu schaffen, die alle tragen und die niemanden ausschließen. Wieder dann als politisch für die Gesellschaft gedacht. In dem Sinn, Zärtlichkeit ist hier nicht romantisch gemeint, als was, was sich abschließt und irgendwie im Privaten stattfindet, sondern als eine politische Haltung. Und ich möchte die skizzieren anhand von einigen Grundfähigkeiten des Menschen, Beziehungen einzugehen. Die erste wäre zuhören. Also entscheidend ist, die Geschichten der Betroffenen zu hören. Wenn wir es mit einer Krise zu tun haben, müssen wir den Betroffenen zuhören, um herauszufinden, wo diese Krise herkommt, warum die entstanden ist, wie die entstanden ist. Beispielsweise die Geschichte der Schwarzen in New Orleans. Ja, das ist eine andere Geschichte der USA, die wir dann hören werden, als die, die wir in der Schule gelernt haben vielleicht. Es wird eine Geschichte sein von gewaltsamer Verfolgung, es wird aber auch eine Geschichte des Widerstands sein, ne, die sich bis zu musikalischen Ausdrucksformen wie dem Jazz zieht. Oder zum Beispiel die Geschichte von Indigenous Communities, die kämpfen gegen Infrastrukturprojekte, gegen Ölinfrastrukturprojekte und solche Sachen. Und dafür brauchen wir Zeit und dafür brauchen wir Geduld. Also da muss man sich wirklich reinarbeiten. Da reicht es nicht, irgendwie mal kurz was auf Twitter zu klicken. Da braucht man Zeit für. Muss man ein Buch lesen, muss man mit Leuten reden, braucht man Zeit, diese Geschichten zu hören. Wenn das gemacht ist, dann ist es möglich, überhaupt anzuerkennen, mit wem wir es da zu tun haben, also in eine Beziehung zu gehen. Weitere Fähigkeiten, die im Umfeld dieser queerfeministischen Bewegungen konkret ja so entwickelt werden oder mit denen die kämpfen oder arbeiten, wäre das Trauern. Ein Trauern um das, was verloren wurde. Eine Konfrontation mit der Gewalt, die da stattfindet und darauf als Reaktion eben Trauer. Die Fähigkeit, sich zu entschuldigen und im Zuge dessen eben die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, sich sicher zu binden und sich zu verbünden mit anderen Menschen. Also darum geht es, Beziehungen aufbauen zu können. Okay, vielleicht so viel zur Zärtlichkeit. Der zweite Punkt zur Solidarität wäre die Streitbarkeit. Und Streitbarkeit kann man überall von radikal-demokratischen Bewegungen lernen. Streitbarkeit, Solidarität ist jetzt kein Kuschelkurs und nicht heiter-tei irgendwie am Lagerfeuer sitzen, sondern Solidarität bedeutet konkret, sich streiten zu können. Das ist die fundamentale demokratische Kompetenz. Streit anstatt von Gewalt. Ja? Also Konflikte nicht gewaltsam zu lösen, sondern möglichst gewaltarm, im besten Fall gewaltfrei. Und dafür müssen wir streiten können. Was bedeutet es, streiten zu können? Es bedeutet zunächst mal, Bedürfnisse wahrzunehmen, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, sich denen zu stellen. Und dann bedeutet es, eine Sprache zu entwickeln, die zu kommunizieren. In Bezug auf die Klimakrise beispielsweise ist das allein schon was, was nicht so einfach ist. Wie oft sind wir, glaube ich, überwältigt von den Nachrichten, die auf uns einstürzen. Wir schotten uns ab, wir erlauben uns vielleicht gar nicht zu fühlen, was es mit uns macht so genau, wollen es vielleicht gar nicht so genau wissen. Und wir tun uns schwer, in den Gespräche darüber zu kommen. Wir wollen niemanden schockieren,
Wir wollen irgendwie konstruktiv bleiben. Wir wollen nicht anderen Leuten Angst machen. Streitbarkeit bedeutet aber auch halt eben einen Standpunkt dann einzunehmen und den mutig zu vertreten. Es bedeutet Differenzen anzuerkennen und auszuhalten, also verschiedene Positionen auszuhalten. Es bedeutet wieder halt vor allem sich ganz viel Raum und Zeit für Konflikte zu nehmen. Also eine Streitkultur braucht viel Raum, braucht viel Zeit. Demokratie ist extrem anstrengend, zeitraubend anstrengend langfristig. Und es bedeutet aber eben halt auf Augenhöhe zu kommunizieren und dafür muss Gewalt klar benannt werden. Und ich meine, das ist halt auch so ein zentraler Punkt, glaube ich, in unserer Debattenkultur, dass nicht ganz klar ist oft, wo die Grenzen der Gewalt verlaufen. Ja, und ich glaube, das ist halt eine entscheidende Fähigkeit, die wir erlangen müssen, denke ich, um uns in der Klimakrise handlungsfähig zu werden, ist erstmal klar zu unterscheiden, was ist Meinung und was ist Gewalt. Ja, wo befinden wir uns in einem Setting, wo wir von Drohungen irgendwie ausgehen und wo werden noch Meinungen kommuniziert oder behandelt. Wir haben das letzten Herbst so klar gesehen, als die Debatten so eskalierten anhand der Gewalt gegenüber den Klimaaktivistinnen von der letzten Generation. Ja, da wurde ja genau diese Frage im Endeffekt behandelt. Was ist ein legitimer Umgang mit diesen Aktivistinnen? Und da kamen ja tatsächlich, wurden in öffentlichen Medien ja solche Sachen gesagt, wie, dass man die von den Straßen prügeln sollte. Ne? Ich meine, das ist ja keine Meinung. Ja, das ist ein Aufruf zur Gewalt. Und sowas dürfte eigentlich keinen Raum haben. Also da müssten klare Grenzen gezogen werden. Ne? Also da ist kein Platz dann für Zärtlichkeit. Da ist ein Platz für klare Grenzen und für entschiedenes Handeln. Okay, und vielleicht noch ein dritter Punkt, der zusammenhängt mit dieser zärtlichen Streitbarkeit, das wäre der Antirassismus. Wenn wir zuhören den Betroffenen der Klimakrise, wenn wir zuhören den MAPAs, also den Most Affected People and Areas, wenn wir zuhören den Frontline Communities, also den Leuten, die es am härtesten trifft, dann merken wir, dass die Geschichten von Gewalt erzählen, die Jahrhunderte zurückreichen. Und insofern könnte man sagen, die Klimakrise ist nicht eine aktuelle oder eine kommende Krise, sondern die ist hunderte von Jahren alt. Die Lebensgrundlagen, beispielsweise von First Nations in den USA, die wurden ja schon vor hunderten von Jahren zerstört und in immer wieder neuen Wellen zerstört. Und dementsprechend haben diese Communities natürlich auch seit damals Widerstandsformen entwickelt und haben Möglichkeiten entwickelt, umzugehen mit diesem Verlust von Welt und Erde. Also in dieser entscheidende Perspektivwechsel hin zu der Perspektive der Betroffenen, der erlaubt es eben halt die eigene Verwobenheit. Uns erlaubt er das, die eigene Verwobenheit in die Klimakrise überhaupt zu reflektieren. Unsere Privilegien werden uns dadurch deutlich. Uns wird klar, was wir haben. Und dieser Privilegiendiskurs, der hat natürlich ganz stark, und das kenne ich aus meiner antirassistischen Arbeit mit dem Verein Zara in Wien, wenn Leute ihre Privilegien reflektieren und darauf gestoßen werden, dann reagieren sie oft halt mit so einer Mischung aus Angst, Scham und Schuld. Also erstens haben sie Angst, dass man ihnen was wegnimmt und dann schämen sie sich dafür, ne, für ihr imperiales Leben, was sie führen, und sie fühlen sich schuldig. Und alles drei sind halt Emotionen, mit denen man nicht wirklich gut nicht gut demokratisch gemeinsam ins Handeln kommt. Alles sind vereinzelnde Emotionen, welche die eher dazu führen, dass Leute sich zurückziehen, dass sie Sachen verdrängen, die nicht hören wollen. Und ich glaube, da liegt eine wesentliche Herausforderung für uns alle in der Klimakrise liegt darin, dass wir in der Lage sein müssen, diese Angst, die sich einstellt, automatisch, wenn wir die wissenschaftlichen Berichte lesen über das, was kommt, aller Wahrscheinlichkeit nach, dass wir lernen, diese Angst vor Verlust, dass wir mit der einen guten Umgang finden. Und dass wir dann nicht mit Gewalt, mit Hass, mit Ausschluss reagieren. Dafür müssen wir unsere Scham und unsere Schuld adressieren. Und wir müssen irgendwie das schaffen, ins Reden zu kommen, das gemeinsam irgendwie zu bewegen. Und da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und was der Antirassismus natürlich auch noch wesentlich macht, ist, dass er uns transnationale Perspektiven aufzeigt. Also die Demokratie ist halt bis heute immer noch so nationalstaatlich eingepfercht und gleichzeitig sind unsere ökonomischen Strukturen ja global.
Und was wir bräuchten, dringend bräuchten, jetzt wird gerade über Lieferketten, über das Lieferkettengesetz in der EU debattiert, was wir bräuchten natürlich sind transnationale Formen von Demokratie. Und die wachsen ja genau zum Beispiel in den Klimabewegungen. Also die Klimabewegungen haben in den letzten Jahren sich ja ganz stark transnationalisiert, haben Bündnisse geschlossen überall auf der Welt und haben versucht, verschiedene Kämpfe miteinander zu verbinden. Okay. So viel zur Solidarität. Jetzt möchte ich zusammenfassend nochmal drei Sachen eigentlich sagen. Das erste wäre, die Krise ist der entscheidende politische Moment. Also die Krise ist der Moment medizinisch, ne, von der Krankheit, wo sich entscheidet, ob es jetzt Richtung Heilung geht oder ob es Richtung Tod geht. Und ich glaube, in einer ähnlichen politischen Situation befinden wir uns gerade. Es ist äußerst fragil, die politische Situation. Wir sehen es, ne, der Schulstreik von Greta Thunberg kann eine globale Bewegung für Klimagerechtigkeit auslösen und gleichzeitig könnte ein Putschversuch oder ein rechtsradikales Attentat könnte in eine neue Form von Faschismus führen oder einen Staat kollabieren lassen. Also die Zeiten sind sowohl revolutionär als auch konterrevolutionär. Allen ist klar, nach den Bewegungen der letzten Jahre ist allen klar, dass radikale Veränderungen anstehen. Und dementsprechend stark sind natürlich auch die konterrevolutionären Kräfte, all die, die sagen, wir wollen aber behalten und bewahren die Machtverhältnisse und die Lebensformen, die wir entwickelt haben bis hierhin. Rosa Luxemburg hat mal gesagt, wir haben die Wahl zwischen Sozialismus oder Barbarei und heute könnte man sagen, ähnlich, man hat die Wahl zwischen Klimasolidarität oder Klimarassismus. Es gibt da keine neutrale Position, auf die wir uns zurückziehen könnten. Es reicht auch nicht, Brandmauern nach rechts zu bauen. Ne? Die Feuer müssen gelöscht werden. Das ist der Punkt. Die Krisen müssen angegangen werden und zwar mit radikalen Reformen. Wie das möglich ist, diese Transformation, die ansteht, hat revolutionäres Ausmaß. Ich glaube nicht, dass jemals in der Menschheitsgeschichte so eine Form von gesellschaftlichem Umbau stattgefunden hat, wie er jetzt auf uns zukommt in absehbarer Zeit. Und ich weiß auch nicht, ob unsere bescheidenen demokratischen Institutionen, die wir haben, ne, mit all ihren Fehlstellen und Problemen, ob die in der Lage sein werden, diese Transformation zu tragen. Aber ich würde sagen, sie sind die einzige Option. Sie sind die einzige Option, das gewaltfrei zu tun. Und darum mein Plädoyer wäre eben eines für eine Radikalisierung der Demokratie in der Klimakrise, darum Klimasolidarität, Solidarität ausgehend von den Beziehungsweisen zwischen den Menschen, aufbauen von dort, ganz konkret von dem Alltag her, die Institutionen, die großen Institutionen neu zu denken. Ich glaube, wir verdrängen, das habe ich vorhin schon angesprochen, wir sind entweder so in so einer panischen Angst und dann sind wir allein oder wir sind in so einer Verdrängungshaltung, wo wir nicht wahrhaben wollen, was um uns herum passiert. Und warum? Das sind ja klassische Reaktionen auf eine Überforderung. Wir sind massiv überfordert. Wir wissen nicht, wie handeln. Ich meine, das ist die ganzen Klimabewegungen, alle debattieren, was soll man jetzt tun, was ist die beste Strategie und dann reden sie und dann machen sie was und nichts taugt gerade, nichts funktioniert. Die meisten Bewegungen schaffen es gerade noch nicht mal mehr in die Öffentlichkeit. Ne? Das Thema wird verdrängt, wird weggeschoben, wird irgendwie ausgeklammert. Und ich denke, was man machen kann, was auf jeden Fall möglich ist, ist eben an der Solidarität anzusetzen. Also anzusetzen an dieser kleinteiligen Ebene von Beziehungen, solide, tragfähige Beziehungen aufzubauen, die uns selber durch diese Krise tragen können. Das ist schon mal ein kleiner Anfang. Und von dort weiterzugehen, in Bewegungen zu gehen, in Organisationen zu gehen, aber auch in den Organisationen, in den Institutionen, wo wir sind, ganz kleine Sachen anzustoßen, sich trauen zu sprechen über die Ängste, die wir haben, über die Klimakrise zu reden, zu fragen, was kann man hier bewirken, was kann man verändern, was kann hier passieren. Also ich glaube, das sind Optionen, wie wir im Kleinen handlungsfähig sein oder werden könnten. Wie sowas konkret aussehen kann oder was mir sehr viel Mut gemacht hat und vielen Leuten sehr viel Mut gemacht hat, das waren eben diese Kämpfe in den Dakotas, in den USA, um die Dakota Access Pipeline. Und in diesen Kämpfen, die so 2016 dann gipfelten, in diesen Kämpfen haben eben sich verschiedenste First Nations, ich glaube über 90 Stück, die intern so zerstritten waren davor, haben sich erstmal zusammengeschlossen, haben dort Städte aufgebaut in den Reservaten, haben blockiert, den Ausbau der Pipelines blockiert und sie sind nicht allein geblieben. Wer dazugekommen ist, sind weiße Farmer, die drumherum gewohnt haben und enteignet wurden,
für den Bau der Pipeline. Und man muss sich vorstellen, dass dieses Verhältnis der weißen Farmer drumherum, deren Vorfahren die Leute in den Reservaten erschossen haben, und zwar vor noch nicht langer Zeit, dass es ein sehr angespanntes Verhältnis ist. Aber die Leute haben sich verbündet und sie haben irgendwie einen gemeinsamen Grund gefunden, über Differenzen hinweg. Und dazu kamen dann aus der Großstadt die anderen großen sozialen Bewegungen. Black Lives Matter, die Aktivistinnen waren alle dort. Die jungen Sozialistinnen waren dort. Ne? Wer dort sich zum Beispiel dann politisiert hat endgültig, war die Octavia Cortez, die dann den linken Flügel der Demokratinnen in den USA seitdem anführt. Und viele Klimabewegungen kamen eben auch dort zusammen. Was hat diese Proteste ausgezeichnet? Die Leute sind da hingekommen und dann haben sie zusammengelebt. Und da haben sie sich Zeit genommen und dann haben sie ganz praktische Lebensformen entwickelt. Ne? Wie organisieren wir hier die Nahrung? Wie wollen wir hier zusammen sein? Darf es hier Alkohol geben oder darf es hier keinen geben? Wie beschützen wir die Verwundbarsten von uns, wenn wir eine Aktion machen? Ne? Wie passen wir darauf auf, dass die nicht Polizeigewalt ausgesetzt sind? Solche ganz konkreten kleinen Fragen. Und anhand von diesen Fragen ist eben eine große Community entstanden, die nachher in der Lage war, da entscheidend politisch zu intervenieren. Und ich denke, das ist vielleicht das, was uns gefehlt hat oder was uns fehlt, was uns dieser letzte Zyklus der Klimabewegung aber zeigen kann und nahelegen kann, dass Bini Adamczak hat es so gesagt, die Revolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die sozialistische oder kommunistische Revolution, das war eine der Gleichheit und die Revolution 68, das war eine der Freiheit. Aber was wir eigentlich bräuchten für das 21. Jahrhundert, das wäre eine Revolution der Solidarität, die bei den Beziehungsweisen ansetzt und von dort aus die Welt neu erfindet. Okay, und dann höre ich auf. Dankeschön. Lieber Johannes, vielen Dank. Ja, ich werde, weil wir nur mehr wenige Minuten haben, gleich zuerst schauen. Es gibt Mikros, es gibt Fragen, es gibt schon Hände, die hochgehen, bevor ich da irgendwie reinwirke. Ja, bitte. Glaube ich, hier in der ersten Reihe bräuchte ein Mikro, bitte. Ich würde mich einfach freuen über ein paar Worte mehr zu großen Institutionen neu denken. Wie man große Institutionen anders denken kann, ja, ja. Bin ich kein Experte für, muss ich sagen. Tatsächlich könnte ich dir aber diesbezüglich helfen, weil wir haben nachher einen Experten, Jeff Mulgan, der hat ganz stark aus der britischen Regierung heraus tatsächlich Innovation mit mehr auch wirklich öffentlichem Mehrwert, welche Form von Innovationskultur auch in der Verwaltung, im öffentlichen Raum. Also da gibt es sicher Anknüpfungspunkte, falls du sonst sagen möchtest. Also, ja, vielleicht eine Sache oder zwei Beispiele vielleicht, ne? Ein Beispiel wäre, nehmen wir mal die antirassistischen Bewegungen der letzten Jahre ernst, die fordern die Abschaffung der Polizei und der Grenzen. Das wären ja zum Beispiel zwei große Institutionen. Wie können wir die Gesellschaft ohne Polizei denken? Wie können wir die Gesellschaft so denken, dass wir keine Polizei brauchen? Und da müssen wir, alle Konzepte sind da. Alles ist da, alles ist noch nicht fein ausgearbeitet, alles ist da. Da müssen wir sowas denken wie transformative Gerechtigkeit. Das heißt, wir müssen denken, dass Konflikte gelöst werden innerhalb von Gemeinschaften, von Leuten drumherum und dass dann gemeinsam ein Weg rausgefunden wird aus einem Konflikt, aus einer Gewalt, die stattgefunden hat oder so. Da gibt es ja auch historische Vorbilder, wie sowas möglich ist und es gibt viele Experimente. Dann müsste man irgendwie eine andere Form von Sozialarbeit finden. Man müsste eine andere Eingreiftruppe denken, ne? Die dann kommt, wenn wirklich Gewalt in einem Ausmaß herrscht, dass jemand eingreifen muss, aber das sollte vielleicht nicht die Polizei sein, wie sie heute ist. Wäre ein Beispiel. Wenn man die aus den antirassistischen Bewegungen, natürlich die Grenze, das ist eine große Debatte, die jetzt gerade geführt wird oder seit Jahren geführt wird, wie kann man die Grenze abschaffen? Also wie könnten wir in einer Welt leben, die keine Grenzen bräuchte? Und da merkt man schnell, das ist eine sehr radikale Frage. Zum Beispiel, wie regeln wir dann den Zugang zu unserem Gesundheitswesen? Wie können wir es schaffen, dass alle Menschen, die hier leben, Zugang zum Gesundheitswesen haben? Also
Das wären Ausgangsfragen, von denen aus, denke ich, oder das sind die Fragen, die die Bewegungen, glaube ich, der letzten Jahre so gestellt haben, wie man soziale Institutionen, also staatliche Institutionen, so denken kann, dass sie nicht so ausschließend sind. Das ist eine Option. Und dann natürlich, was jetzt die Ökonomie angeht, da gibt es ja riesigen Kanon, ich würde sagen schon fast einen Kanon oder Gegenkanon der Transformation. Ne? Also es gibt gewaltige Literatur zum Thema Degrowth, Postgrowth, also eine Form von Wirtschaftsweise zu entwickeln, die jenseits des Wachstums liegt. Und ich denke, das müsste anstehen. Das ist, glaube ich, die ökologische Forderung, die klar geworden ist in den letzten Jahren, dass das möglich gemacht werden müsste. Einer meiner Lieblingsautoren, AutorInnen in dem Feld wäre Jason Hickel. Den kann ich sehr empfehlen. Großartiger Wissenschaftler. Danke. Gibt es gleich noch einen natürlich. Da ist in der dritten Reihe. Hallo. Ich habe so den Eindruck, dass man in den letzten Jahren, ich glaube in den letzten 10 Jahren, in Österreich, aber auch in anderen Teilen Europas, sehr, sehr massive Unterschiede zwischen Menschen, die in urbanen Räumen leben und Menschen, die eher in ländlichen Räumen leben, erleben oder erfahren. Hast du irgendwelche Beispiele oder Einschätzungen in puncto Desasterkommunismus oder zum Desasterkommunismus? Wie schaut das am Land aus eigentlich? Weil die Beispiele, die ich kenne und da erlebt habe, das ist Graz, das ist Wien, das sind Städte. Und ich habe keine Ahnung, wie das am Land funktioniert oder sein könnte. Ja, habe ich auch nicht. Das wäre mal tatsächlich spannend, sich das anzuschauen. Es gibt ja jedes Jahr die großen Überschwemmungskatastrophen. Überall, jedes Jahr geht das ein oder andere Dorf irgendwie den Hang runter. Ne? Und man könnte mal ja wirklich mal, das wäre spannend rauszufinden, ne? Dorthin zu fahren, zu fragen, hey, wie geht ihr damit um, was macht ihr dann? Also ich kenne das Beispiel aus Deutschland, wo diese schlimme Flutkatastrophe im Ahrtal war. Und dort zum Beispiel, das hat dazu geführt, dass wirklich aus ganz Deutschland da überall Leute hingefahren sind und dort für Wochen und Monate geholfen haben und gemeinsam aufgebaut haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ähnliche Bewegungen auch hier in Österreich gegeben hat. Aber natürlich, das ist auch eine entscheidende politische Frage, wie man das zusammenbekommt. Insgesamt die Vernetzung. Ich glaube, die Vernetzung auch zwischen diesem Kollaps-Phänomen und den politischen Bewegungen. Weil natürlich können die Menschen, wenn die Ordnung zusammenbricht, die können es ja nur wenige Wochen oder Monate selber stemmen. Das geht ja nicht länger. Und dann ist der Moment, wenn dann keine strukturellen Veränderungen kommen oder keine entscheidende Hilfe von außen, dann bricht es zusammen. Und dann übernehmen immer die reaktionären Kräfte die Interpretation der Krise. Das haben wir auch gesehen 2015. Ne? Schon 2016 wurde das dann gekippt von reaktionären Bewegungen. Und gleiches mit der Corona-Pandemie. Da war auch am Anfang eine große Welle des Helfens und der Bereitschaft, was zu tun. Und dann wurde die auch zerfasert und zerbröselt. Und die notwendigen Hilfsprogramme wurden strukturell nicht umgesetzt. Und ich glaube, das ist ja entscheidend, wie man das vermitteln kann oder zusammenführen kann. Also ich habe zum Beispiel auf dem Herweg darüber nachgedacht, wenn man es schaffen könnte, die Feuerwehren zum Beispiel mit den Klimabewegungen richtig eng zu verzahnen. Und das ist jetzt wirklich eine Aufgabe, weil Sie können sich ja vorstellen, dass die Feuerwehr jetzt eher ein sehr konservativer und traditioneller Ort ist. Und die Klimabewegung ist eher so ein eine junge städtische Kultur. Aber wenn das zum Beispiel gelingen würde, vielleicht erinnern Sie sich an die Bilder von den Firefighters, den Feuerwehrleuten, die gekämpft haben in Frankreich vor ein paar Wochen gegen die Polizei. Ich glaube, da ging es um die Rentenreform. Ne? Entscheidende Bilder in der medialen Auseinandersetzung. Also zum Beispiel, wenn man, glaube ich, die Feuerwehren in der Tasche hätte, überall auf dem Land, in der Bewegung hätte, das würde einen riesen Unterschied machen. Aber bringen wir die mal zusammen. Was fordert das für eine Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, wenn ich jetzt aus der Großstadt komme und den Feuerwehrleuten auf dem Land erzähle, dass sie zärtlich miteinander sein sollen. Nicht, dass sie das nicht sind, die sind es auch. Ja? Die sind auch zärtlich miteinander. Die wissen alle, wovon ich rede. Wir alle kennen das. Niemand könnte überleben ohne Solidarität. Überall sind diese Netze der Solidarität. Überall sind die. Aber natürlich ist es eine Frage, wie man diese Differenzen irgendwie vermittelt. Danke. Ja, die nächste Frage. Vorhin in der Analyse hast du gesagt, dass ein großes Problem ist eben, oder eine Gefahr, die Abschottung des Nordens gegen den Süden. Dann hast du das Beispiel gebracht, eine Möglichkeit, dass die Solidarisierung notwendig ist, und hast das Beispiel von Dakota gebracht. Aber die leben ja am gleichen Ort. Jetzt, wenn wir da im Norden sind, die anderen im Süden, wie sollen sich diese Netze entwickeln? Also was hast du da für Vorstellungen? Ja,
Ja, das ist die große Frage, die ich mir stelle. Ne? Also wie kann es möglich sein, Demokratie da zu entwickeln? Und was wären die Sachen, die verbindenden Wege? Also wo sowas passiert, zum Beispiel ganz im Kleinen, ist anhand des Themas Migration. Es gibt zum Beispiel solche NGOs wie Afrique Europe Interact, finde ich eine sehr interessante, sehr spannende Organisation. Und die versuchen zum Beispiel dann entlang der Fluchtwege demokratische Formen von Politik also zu machen. Und die machen dann wirklich Kampf gegen Abschiebung hier, Kampf der Abgeschobenen in Mali, Kampf der Kleinbauern dort gegen Enteignung. So, und dann bringen sie das zusammen. Aber jetzt sind wir wieder bei den Unterschieden. Ne? Da sitzt dann der Aktivist oder die Aktivistin aus Europa plötzlich bei den malischen Kleinbauern und die bestehen darauf, dass ihre Mädchen da beschnitten werden. Ne? Und da haben die Frauen nichts zu sagen. So, und jetzt, wie kriegt man die Kämpfe zusammen und so, ne? Also das sind große Probleme, vor denen man steht, wie solche Bewegungen vernetzt oder zusammengeführt werden können. Und ich meine, die Lieferketten, das ist, glaube ich, die große Hoffnung. Also eine der großen Hoffnungen ist irgendwie über die Lieferketten das zu schaffen, weil die sind ja irgendwie greifbar. Wenn wir in den Supermarkt gehen, sehen wir die Produkte, die Lieferkette läuft einmal um die Welt. Und dass wir die irgendwie aufarbeiten, dass wir irgendwie die Lieferketten aufarbeiten. Aber wir sehen jetzt noch nicht mal das abgespeckte Gesetz, was gerade in der EU verabschiedet hätte werden sollen, wird verabschiedet. Warum? Weil zum Beispiel die FDP in Deutschland sagt, ja, da wird das Wachstum aber geringer ausfallen. Ne, da können wir kein Lieferkettengesetz machen. Dann ist Kinderarbeit aber okay. Also man muss die ganze Härte und Gewalt dieser bürgerlichen Verrohung, die muss man sich manchmal wieder so klar machen. Es ist so inspirierend, wir sind tatsächlich schon ein bisschen über der Zeit. Würdest du noch eine Frage beantworten? Eine Frage, eine abschließende in der ersten Reihe gleich. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich dazu passt. Ich glaube eher zum Beitrag dann mit Milo Rau. Mir ist gerade eingefallen, was die Rolle der Kunst spielen könnte, weil wir haben sehr erlebt, dass ja, vor 30 Jahren vielleicht nur der weiße Mann irgendwo in weißen in Ausstellungsräumen war. Das hat sich inzwischen extrem geändert. Wir haben auf allen Biennalen weltweit Künstler und Künstlerinnen aus allen queeren und allen möglichen Communities. Und ich glaube schon, dass ich halte sehr viel davon, dass die Kunst uns da auch einen Weg ausweisen könnte. Das ist eine Frage, wie du dazu stehst. Ich glaube, das ist die perfekte Überleitung. Ich glaube auch. Jetzt musst du es machen. Das mache ich. What's art got to do with it? Diese Frage wird tatsächlich ab 16.30 Uhr mit Milo Rau, Cecil Leonard, Forensic Architecture bearbeitet werden. Dazwischen können wir erstens nochmal dir danken. Das Buch Klimasolidarität ist draußen verfügbar. Ich glaube, der Leikamp Verlag würde uns auch helfen, weitere Exemplare zu besorgen, falls daran Interesse besteht, sich da nochmal stärker mit dir auseinanderzusetzen. Weil dieses Lesen, das hilft, glaube ich, auch. Also das ist mal so ein Schritt. Und dazwischen geht es um 14.30 Uhr weiter mit Katharina Kropshofer, Jeff Malgen, Innovationsberater und Forscher und eben unter anderem Andre Ringsmuth und Clara Moder. Ich danke schon mal ganz vielen herzlichen Dank für die Zärtlichkeit und die Fähigkeit zum Weitermachen. Dankeschön, lieber Johannes. Applaus